Moin Moin Kinas und willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't. Stop making him mad. Everything makes him mad. How are you not seeing that? Well, all you're doing is just making it worse. Das stimmt aber echt. You're just like him. Habe ich kein Problem mit. Clem, we could leave right now. Are you serious? Vergiss es. What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? Oh, Kacke. Oh, Kacke. It's snowing. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck. Get us out of here. I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Step on it. Don't just sit there. Super. Oh! Also so schnell konnte ich echt nicht reagieren. Get out of there! The door is stuck! Shit! Shit! There are more of them! Move! Clem! Clem, hurry! Get out! Jay! Oh nein! Oh nein! Ja, was war da hinten? War das ein Zombie oder war das ein Mensch? Ne, es war ein Zombie. Okay. Oder ein Beißer. Das Z-Wort wird ja vermieden. Ja, das ist scheiße gelaufen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sehe überhaupt nichts. Ah doch, da bin ich. Ja, das sind alles Zombies. Die bringen mir nichts. Vielleicht hier so bei den Steinen. Aber ich auch schön, dass Jane weggelaufen ist. Na prima. Finde ich richtig prima. Na, was Kenny angeht. Ich weiß nicht, ich vertraue Kenny irgendwie. Ich meine, er rastet zwar manchmal ein bisschen sehr aus. Aber zu uns war er immer gut. Und ganz ehrlich, Abo war ein Arschloch. Der hat das echt verdient, dass er auf die Fresse bekommen hat. Und Mike und Bonnie, von denen will ich gar nicht erst anfangen. Also ich war echt enttäuscht, dass ich das gesehen habe, dass die einfach abhauen. Oh, wo sind wir denn hier? Das sieht doch wenigstens halbwegs nach Zivilisation aus. Oh, doch nicht so sehr, wie ich dachte. Und deswegen, ich meine... Clementine kann Kenny wenigstens immer trusten. Oh, da kann man rein. Ein kleiner Lichtblick. Und den anderen, ich weiß nicht, den anderen, ja, kann man ja anscheinend nicht trusten. Kindly stop for me. Jane? Kenny! You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Jane! Okay, entspann dich mal. Wait. Oh, thank Christ. Jane, you okay?
Where's the kid? Jane, where is he? Where is he? He's... What are you saying? No. No! No, not again. Not again. Oh, scheiße. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? How could you let this happen? You have to trust me. You're gonna see what he really is. Kenny, calm down. Don't do anything stupid. Get out of my way. Kenny? How could you kill a fucking child? I didn't kill him. It was an accident, Kenny. I won't back down from you, Kenny. Shut up! Kenny, let her talk! I'm done talking, Clem. Clem, stay back. Oh, man. Battle Royale hier, oder was? Don't you come near me, you son of a bitch. Kenny! Get the fuck off! Fuck you! Stop! Please! Let me... Jane! Asshole! Oh my god! This is all your fucking fault! Alter... Alter. Scheiße, Mann, ey, die rasten ja komplett aus, die Leute, ey. Oh, verdammt. Oh Mann, ich glaube, ich weiß, welche Entscheidung ich gleich zu fällen habe. Oh Mann, Tut mir leid, Jane. Aber ich bin auf Kennys Seite. Tut mir echt ein bisschen weh, weil Jane ziemlich cool war. Kenny! Hey Jane. He's gone, Clem. She just... How could she do that? Oh, Jesus. He's gone. You didn't have to kill her, Kenny. I'm sorry, darling. But I did. Tja, wenn Jane sich mal an ihre eigenen Regeln gehalten hätte, würde sie noch leben. Dann wäre sie nämlich gar nicht erst zu uns zurückgekehrt, was vielleicht besser gewesen wäre. Go! I'm right behind. What? Ich dachte, er ist tot. Nur will sie mich jetzt komplett verarschen, oder was? Oh. Wahrscheinlich wollte sie mir zeigen, wie Kenny ausrastet, wenn die Situation eskaliert.
Na, ich hoffe, dass er was draus gelernt hat. He's alive. AJ, let me see him. I thought we lost you, buddy. I won't let you out of my sights again. I can't believe he's alive. It's a miracle. I thought he was gone for good. I thought she'd taken him from us. Why would she? She was nuts, Clem. A disturbed person that had her own agenda, that was looking out for herself. Shh. It's all right, buddy. Hey, listen, I didn't want that to happen either. I thought she'd killed Alvy, Clem. And at any point, she could have stopped what was happening by saying he was fine. She wanted a fight. Hat er auch nicht ganz unrecht. I never, ever hurt you. You understand? I was protecting you. You believe me, right? Just imagining what she did to Alvy. I believe you. Okay. Thanks. Oh. Oh, Kenny ist, wie gesagt, Kenny ist schon okay. Aber wie gesagt, er verliert halt ständig einfach alles. Einfach seine ganze Family, die Frau, die er liebt. Das ist so. Boah. Überlegt mal, wie ihr da ausrasten würdet. Ihr würdet komplett ausrasten. Komplett würdet ihr ausrasten. Noch mehr als er. War's das jetzt? Boah, was nur ein Tag später passiert, sind wir dann in der nächsten Folge für eine Let's Play The Walking Dead. Ich glaube, es geht auch so ziemlich gegens Ende. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine sehr emotionale Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.